In der 6a am Elisabeth-Gymnasium in Mannheim dürfen die Kinder kräftig in die Pedale treten und hinten in der letzten Reihe während des Unterrichts radeln. Seit Mai besitzt die Schule in ihrer Ergometer-Klasse 6 Deskbikes für Schüler. Ein Pilotprojekt. Das war schon ein längerer Gedanke, den wir hatten, weil wir uns schon eine ganze Weile überlegt haben, wie bekommen wir einfach mehr Bewegung für die Kinder in den Unterricht. Denn die Schultage gerade für Gymnasiasten beim Übergang von der Grundschule zur weiterführenden Schule sind lang. Die Idee? Durch kontinuierliche Bewegung die Konzentration und die Aufmerksamkeit beim Lernen steigern und gleichzeitig die Koordination und Haltung der Kinder verbessern. Im Wechsel können die Schüler jeweils 15 Minuten radeln. Ziel ist es, dass am Ende des Schultages jedes Kind etwa 40 bis 60 Minuten Bewegung hatte. Den Kids gefällt's. Ich finde es besonders cool, weil man kann sich auch besser konzentrieren und es macht auch einfach mehr Spaß. Ablenken tut es nicht, also man kann auch besser sich konzentrieren und mit den Schülern arbeiten. Dann hat man auch mehr Bewegung und ja, da wird man auch nicht so immer müde, aber das ist auch, wie gesagt, auch eine Gewöhnungssache. Sehr gut konnten sich die Kinder auf ihren Deskbikes eingewöhnen. Sie wissen schon ganz genau, in welchen Fächern sie sich aufs Rad schwingen können und in welchen eher nicht. Also in Deutsch und in Geschichte macht es Spaß und da kann man sich besser wirklich konzentrieren. Aber in Mathe würde ich jetzt nicht hier sitzen, weil da lenkt es mich manchmal ab. In Deutsch ist es besonders gut und in Mathe auch. In Englisch würde ich mich eher auf meinen Platz setzen. Ich muss mich in Englisch meistens ein bisschen mehr konzentrieren. Auch Klassenlehrerin Frau Weibel-Gassert hat sich bereits auf dem Deskbike ausprobiert, um Erfahrung zu sammeln. Mit ähnlichem Ergebnis wie die Kinder. Wenn ich sehr konzentriert geschrieben habe, habe ich aufgehört zu treten. Dann brauchte ich meine Konzentration für die Hände. Und wenn es darum ging zu lesen oder zu sortieren oder so, dann habe ich getreten. Neben der Konzentration sieht die Lehrerin auch pädagogische Vorteile in dem Projekt. Also es ist ganz spannend zu sehen, wie die ganz unterschiedlich damit arbeiten. Jetzt hat man ja schon gehört, in dem einen Fach ist es nicht so gut, da gehe ich lieber nicht drauf. Das heißt, die Schüler, die merken das sehr bewusst. Und eine Riesenherausforderung ist dieses Wechseln und dieses Selbstverantwortliche. Welches Fahrrad ist für mich das Richtige? Wo kann ich hingehen? Wir können nicht jede Stunde ausdiskutieren, jetzt gehst du dahin oder so, sondern das fördert tatsächlich ihre Selbstverantwortung. Auch die Schule sieht die Vorteile in den Bikes. Das Fahrradfahren am Elisabeth-Gymnasium soll sukzessiv ausgebaut werden und bald für alle 5. bis 7. Klassen möglich sein. Ein Projekt, das vielleicht auch zukünftig an allen Schulen in Mannheim und der Ronn-Region attraktiv und Realität werden könnte.